Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben heute ein interessantes Thema aus der Neurochirurgie. Was gibt es Neues in der Neurochirurgie? Roboter im neurochirurgischen OP. Wir haben als Gast einen Gesprächspartner Herrn Professor Spetzke, er ist Direktor der Neurochirurgischen Klinik am Klinikum in Karlsruhe und hat gleichzeitig auch einen Lehrauftrag für Robotik am KIT, also der Universität Karlsruhe. Herr Professor Spetzke, was gibt's Neues? Was ist Robotik eigentlich in der Neurochirurgie? Ich habe diesen Brückenschlag am Institut für Anthropomatik, Robotik. Dort werden vorwiegend humanoide Systeme gebaut. Die Medizinrobotik ist eine andere Sparte. Wir haben jetzt das große Glück gehabt, dass wir für spezielle Wirbelsäuleneingriffe ein robotisch fahrbares Bildgebungssystem bekommen haben. Es war die erste Installation in Deutschland und die erlaubt uns während der Operation Schnittbilder zu machen, die in der Navigationswelt integriert sind. Das heißt, wir planen ein Implantat oder eine Schraube und können exakt virtuell planen, am Vorfeld, am Vorabend, dann während der OP diese Trajektorie genau wiederfinden und dann während der Operation fährt dieses System hinein, macht ein Bild und bestätigt oder verifiziert dann auch die Trajektorie, sodass die Schraube dann auch exakt kontrolliert ist. Also es heißt ein Aber der Roboter baut die Schraube nicht ein, sondern das macht noch der Chirurg. Genau. Es ist nur orientierend für den Chirurgen. Es ist immer noch Handarbeit, wie in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben ja im Klinikum auch diese Assistenzsysteme Da Vinci, Schleichwerbung gemacht jetzt noch. Das ist ein umgesetztes urologisch, rektalchirurgisch, gynäkologischen Disziplinen. Die übersetzen die Handbewegung des Chirurgen in den Mikrokosmos nach unten in das OP-Feld. Aber trotzdem, es ist ja vom Operateur bediente Mechanik. Also das heißt, die Angst, manche Patienten äußern das, werde ich denn jetzt von Ihnen operiert oder von einem Roboter, die kann man ganz klar entkräften. Die Maschine macht eigentlich nichts. Es bleibt auch der Mensch. Ja. Aber die Fehlerquote des Menschen wird vermindert. Ja, also man muss einfach die Maschine für das nutzen, für das sie einfach besser ist als der Mensch. Die ist nicht in der Gewerkschaft, die hat keine Arbeitszeitregulierung, also lauter diese Brandthemen sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Also aber es sichert den Patienten. Natürlich, es hält langweilige Aufgaben aufrecht, zum Beispiel ein Instrument oder einen Zeigestab, einfach ein Endoskop an der Stelle, ganz sicher und ganz zitterfrei, das kriegt der Mensch mit der freien Hand fast nicht hin. Nun haben Sie ja ein, ich sag mal, hochkomplexes Organ vor sich, das Gehirn. Und nun gibt es ja stereotaktische Operationen. Vielleicht können Sie auch kurz das erklären und dann sagen, was der Roboter dabei macht. Genau. Also klassisch ist die Stereotaxie eine rahmengeführte, exakte Anfahren eines vorher bestimmten Zielpunktes, das heißt der Patient bekommt, das hört sich martialisch an, einen Rahmen auf den Kopf montiert und dann wird ein virtuelles Koordinatenkreuz in diesen Rahmen gelegt und dann der Zielpunkt bestimmt und dann ausgerechnet und exakt dieser Zielpunkt angefahren. Das ist früher geführt, freihändig gemacht worden und das ist genauso ein Task, was der Roboter einfach besser kann. Der ist genauer, der ist exakter, der macht den Vorschub im Submillimeterbereich, nicht im Millimeterbereich. Also das sind genau diese Aufgaben, die eine Maschine einfach besser umsetzt als die menschliche Hand. Ist das jetzt schon Routine oder ist das schon, sagen wir so, gibt es da schon, sind das zukünftige Ansätze? Nee, das ist etabliert, muss man das sagen. Das ist ein rein etabliertes Verfahren. Ja, ja. Da gibt es Erfahrungen darüber, das heißt, das ist etabliert, man macht es. Ja, also ich habe mit der Neurochirurgie in Aachen begonnen, vor über 30 Jahren. Da war das Forschungsfeld, da war das so, ja, Neuland. Grenoble war da einer der Punkte, die Japaner waren da auch immer ganz vorne mit dabei, wir waren in Aachen auch mit vorne dabei. Aber das ist mittlerweile etabliert und zählt zu, das sind seltene Operationen, Parkinson-Behandlungen, invasive Parkinson, aber trotzdem ist ein routinierter und festgesetztes Verfahren. Wo könnten Sie sich vorstellen, sieht die Zukunft aus? Ja, die Zukunft wird sicher weit technologischer sein. Es wird nie den Operationsroboter geben, es gibt ja auch nicht den allgemeinen Chirurgen. Das heißt, es gibt einen, der sich an der Nase auskennt, einer, der sich am Rektum auskennt, einer, der sich am Gehirn auskennt. Selbst in dem Mikrokosmos Neurochirurgie teilt sich es mittlerweile Wirbelsäulenchirurgie, Gehirnchirurgie. Ich zähle noch zu denen, die beides gelernt haben. Aber jetzt die Jungen tendieren schon in die eine oder in die andere Sparte. Also es wird genauso auch Maschinen geben, die für die eine Operation zuständig sind, für die andere Operation. Also das heißt, die werden auch nicht Operationen im Ganzen durchführen, sondern Teilschritte der Operation. Und dafür wird es Maschinen geben in der Zukunft, ganz sicher. Heißt aber nicht,
dass der Arzt ersetzt werden wird? Nein, das werden Aufgaben des Arztes, die zum Beispiel ermüdend sind, die werden ersetzt. Und das ist auch vernünftig. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, eine ganz wichtige Aussage für alle Patienten, die sich solchen Eingriffen auch unterziehen wollen und müssen. Ja gut, wir sind in der Diskussion ChatGPT und wie viel ist autonom und wie viel ist von uns gewollt, gesteuert, beobachtet und geführt. Also da sind wir weit weg von autonomen Systemen in der Robotik. Herr Professor Spetzker, vielen Dank. Das war hochspannend. Hätte ich primär von einem Chirurgen gar nicht erwartet, Robotik. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben.